Das ist lautstark auf Star TV, die Musikszene Schweiz. Hallo und herzlich willkommen. In der heutigen Sendung sind ihr besonders gefragt. Wir vergeben nämlich einmal pro Monat neu unseren Lautstark Award. Welcher Artist, welcher Local Hero hat euch vom Monat April am meisten überzeugt? Votet mit und gewinnt mit ein bisschen Glück sogar noch selber einen heissen Preis und unterstützt euren Artist auch mit dem an dieser Stelle. Wer bei uns im Monat April alles in der Sendung war, wir schauen nochmal rein. Ein Querdurchschnitt, den seht ihr jetzt gut aufpassen und eure Meinung sozusagen nachher selber bilden. Das sind unsere Local Heroes vom Monat April im Lautstark. Du hast ja auch sehr viel erlebt oder auch sehr viele Leute kennengelernt in deiner 7-Jahr-Pink-Zeit. Oder? An was magst du dich speziell zurückerinnern? Was waren so deine Highlights in diesen 7 Jahren? Also die Highlights waren sicher der Auftritt in Portugal, der Auftritt in Pristina. Ich muss sagen, das war ein super Volk dort unten, wo ich am Anfang mega heikel war, darauf akzeptieren sie die, sind sie anständig zu dir. Aber das ist so eine herzliche Gesellschaft dort unten. Oder auch Loret Del Mar hat mir mega gefallen, Rimini gefällt mir mega. Also die Auslandauftritte merke ich schon, sind das DJ schon das, was die am meisten faszinieren tut. Aber es gibt auch in der Schweiz zum Beispiel, Hallenstadion, Energy, Hammer gewesen. Es gibt das Touch the Air oder Touch the Lake, wo auch mega war. Oder ich mag mich ganz speziell noch an Disco-Dom erinnern. Das waren alle zwischen 12- und 14-jährige Kinder. Denn bei den Garambay Disco-Doms erlebst du deine Superstars hautnah. Autogramm und Erinnerungsfotos inklusive. Und natürlich lohnt sich der Mr. Pink nicht nehmen, auch selber aufzulegen. Let's go! Und wir sind durch die ganze Schweiz durchgetourt mit Stefanie Heinzmann, mit dem Blick, mit dem Danos und ein paar anderen DJs. Und dort musste ich wirklich sagen, die sind so herzlich gewesen, die haben so Freude an uns. Also das ist etwas, wo, wie soll ich das sagen, wenn sie eigene Kinder sind in dem Moment. Also du bist auf dem DJ-Pult oben und die 12-jährigen Knöpfe sind dort unten gewesen, haben tanzen und Freude gehabt. Und das sind so Sachen, die da meiner Meinung nach dann bleiben und die du nicht mehr vergisst. Ich spüre es richtig, wenn du zum Thema Kinder redest, dann glänzen deine Augen extrem. Ist das bei euch schon ein Thema, Anna, oder ist das noch weiter weg? Nein, das Thema ist nicht bei uns momentan. Das kommt noch. Hi, hi! Hi, hi! Du kommst selber von Sri Lanka. Oder bist dann adoptiert worden 1980, oder ist, bist aber nie eigentlich da unten aufgewachsen, oder du bist von Anfang an in der Schweiz wohnhaft gewesen dann, also blöd gesagt nach der Geburt. Ja, ich bin mit als 3 Wochen als Baby bin ich in die Schweiz gekommen, bin dann aufgepäppelt worden mit Milchpulver, weil ich die Muttermilch nicht hatte. Und bin dann da eigentlich aufgewachsen, habe da die Ausbildung gemacht, die Schule, alles. Und ich habe natürlich schon eine Verbindung zum Land. Also meine Mami und meine 5, 6 Geschwister die leben unten in Sri Lanka. Und sofern wir beide können, gehen wir natürlich gerne runter. Weil ich habe vor 2 Jahren habe ich sie das erste Mal mit runtergenommen. Und sie war so hin und weg von dem Land. Sie würde jetzt alle Monate können sie dort runtergehen. Aber es ist halt auch finanziell, weil du musst schon sehen, ein Flug dort runter, irgendwie 2.000, 3.000 Franken pro Person. Es ist 12 Stunden, wo du fliegst auf Sri Lanka. Es sind rechte Auslagen halt. Und es geht auch mit dem Termin von der Agenda halt nicht immer. Weil
Mein Management schaut, dass du natürlich immer Freitag, Samstag ausgelastet bist und nicht zu Hause rumsitzen tust. Und von dem her gesehen, bist du dann jedes Wochenende eigentlich da. Also müsstest du mal wirklich auch einen Auftrittsstopp rein tun, dass du mal zwei, drei Wochen wirklich kannst dort runter gehen. Weil eine Woche lohnt sich nicht. Irgendwie 12 Stunden hinfliegen und 12 Stunden zurück. Aber du hast gleich noch auf eine Art eine Verbindung, halt auch weil die Mutter und seine Geschwister noch drin sind, oder? Wie tut man da kommunizieren? Das ist ja, denke ich mal, nicht so einfach, oder? Das ist nicht wie wenn sie jetzt in Deutschland wohnen würden. Nein, und das Lustige ist auch, ich kann gar nicht reden mit ihnen. Also ich muss immer den Dolmetscher dabei haben, in Sri Lanka, der mir alles übersetzen tut. Sie können nur Singalesisch, ich selber kann nur Englisch und Deutsch. Und ich sage es nämlich auf Englisch, sagen, er übersetzt dann vom Englischen ins Singalesische. Und das ist schon nicht so einfach. Also die Kommunikation ist mega schwer, aber ich habe gelernt, dort unten, dort man sich mit Händen und Füßen, dort man sich verständigt und dann funktioniert es auch. Und das kannst du auch, oder? Das kann ich, ja. Das muss man manchmal bei den Auftritten auch, oder? Weil man einfach nichts versteht, weil es so laut ist. Das ist so, ja. Was ich den Frauen hier draußen sage, die gerade jetzt zuschauen. Meine Hotline ist nicht so teuer wie die von Mike Shiva. Ihr könnt gerne mal ein Konzert kommen von mir und dann können wir uns auch nach dem Konzert miteinander unterhalten. Sozusagen Backstage-Integration. Ja, ob man dem Integration sagen kann. Oder Interaktion wahrscheinlich. Sind wir schon ein bisschen näher. Ja, ich glaube, das Angebot können sicher viele Frauen warnen, weil dann kommen sozusagen noch eine Portion Supervitamin von dir direkt über, oder nach dem Konzert. Ich meine, wenn man an dein Konzert kommt, dann hat man eh nachher so ein bisschen einen Flash, oder? Kann man das so sagen? Es hat zum Glück noch keine Nebenwirkungen, dieses Supervitamin. Viele Leute sind dann ziemlich euphorisch. Wir haben gehört, dass in diversen Ortschaften, nachdem wir sie bespielt haben, ausschweifende Partys stattgefunden hätten. Kinder hätten auch bessere Schulnoten gehabt, haben Lehrer darüber berichtet. Einmal hat eine Frau sogar gesagt, nach einem Muslimkonzert, sie hätte ihr Leben lang nicht schwanger werden können, bis sie mein Album gehört hat. Dann ist sie schwanger geworden. Vor kurzem war ja in Zürich der Swiss Music Awards. Du warst nominiert und skandalmässig, du hast nicht gewonnen. Das ist eigentlich eine Frechheit. Ja, diese Universal Music Awards, die waren dieses Jahr auch ziemlich, sag ich jetzt mal, dubios. Wenn 2,3 Millionen Menschen mein Supervitamin-Videoclip schauen, wir mit diesem Supervitamin sogar Gold holen, all die Kinder in der Schule Supervitamin singen, wenn ich all diese Lieder selber geschrieben habe und komponiert habe, mit meinen Produzenten gemeinsam all die Liebe reingetan habe und dann jemand gewinnt, der seine Texte nicht selber schreibt, der nicht einmal weiß, was er singt, dann frage ich mich schon, warum die Universal Music Awards Komitee diese Geschichte honoriert. Warum wohl? Warum wohl? Ziemlich eine. Ist nicht so ganz fair gelaufen, würde ich jetzt sagen, oder? So mit dem Sieg irgendwie, oder? Das ist so, wenn man das so vergleicht. Ich will ja niemandem auf die Kappe bissle. Aber ganz ehrlich, wir müssen den Kindern ein gutes Vorspiel sein, ein gutes Vorspiel geben und ein gutes Vorbild sein. Das heißt, wenn die Menschen dann eben die kleinen Kinder hier draußen vor allem den Luca Handy sehen,
dann nehmen sie ihn als Vorbild. Und ich denke nicht, dass es ein gutes Vorbild ist, wenn die Kinder dann später mal Texte singen, die sie selber nicht verstehen, ja, und sie selber auch nicht schreiben, weil dann geht die ganze Kunst, die ganze Musik geht dann verloren. Don't think about me. Ich meine, Luca ist ja sehr brav, oder? Macht brave Lieder, alles ist super, alles ist toll. Du bewegst halt die Masse, oder? Du provozierst auf ein bisschen auch. Hast du vielleicht auch das Gefühl, dass man vielleicht beim Luca halt einfach so ein bisschen auf der sicheren Seite ist? Als Gewinner, bös gesagt. Ja, es gibt ja gar keinen Gewinner bei dieser Geschichte. Das ist ja das große Problem, das die meisten hier draußen nicht verstehen. Wer ist der Gewinner, ja? Gewinner ist für mich der, der gesellschaftlich etwas bewegt, damit dieses sinkende Schiff hier vielleicht doch noch wieder nach oben findet. Jemand, der dafür was macht und nicht jemand, der das Ganze noch mehr zum Sinken bringt, der dann noch nur schaut, dass er seinen eigenen Vorteil daraus ziehen kann. Wir brauchen Künstler, die hier draußen eine Verantwortung übernehmen, die herstellen und sagen, hey, ich bin nicht zufrieden, ich finde das nicht so cool. Menschen, die Mut haben, Menschen, die was sagen, Menschen, die wie Nelson Mandela 20 Jahre ins Gefängnis gehen wegen einer Ideologie. Und keine kleine, nichtssagende, nichts überlegende Popmusiker. Ich habe nichts gegen den Luca Henny. Auch nichts gegen diese Universal Music Award Academy. Aber ich will Ihnen nun sagen, die Zeit ist am Ticken und schaut, dass wir noch ein paar Minuten auf dieser Erde bleiben können. Streut die Liebe, bevor es zu spät ist. Dann geht es nicht mehr darum, ich habe einen Award, du hast keinen. Dann sind wir alle weg. Ich hoffe, dass das jetzt auch ganz viele Leute gehört haben. Besonders natürlich auch die Leute, die es hören müssen an dieser Stelle. Weil der heimliche Sieger ist ja schon der Muslim. Oder ich meine, für viele junge Leute. Wir sind alle anders, aber glaub mir, wir sitzen im gleichen Schlitten. Und wenn du mal rausfliegst, hol ich dich sofort wieder zurück. Alles, was du brauchst, hast du schon lang mit auf den Weg. Sing it. Do it. Weißt du, einfach, weißt, du sagst «Hands up» oder so und die Leute, weißt, alle machen voll mit. Das ist einfach geil. Also wenn das Ganze voll war, weißt und boom. Ja. Du tust auch ein bisschen verschiedene Sparten abdecken von Musik, oder? Du bist nicht nur in einer Richtung, wie es eben viel hier in der Schweiz machen, sondern du bist überall ein bisschen unterwegs, kann man schon so sagen? Ja, doch. Also ein bisschen alles von Pop, also vor allem Pop, aber dann auch Rock und Tanz, ja. Und ja, einfach alles. Ich habe sogar schon mal Metal gemacht. Ja. Metal! Du hast ja eigentlich eine klassische Gesangsausbildung, oder? Kann man so sagen? Ja, doch. Ich habe angefangen mit Klassik und Musicals und das so ein bisschen. Und dann später eben ist dann die Rockband gekommen. Und dann haben wir Primetime, oder? Genau, Primetime, ja. Und dann habe ich dort sehr viele Auftritte gemacht, jedes Wochenende. Und später eben das Restaurant, ja. Und dann immer so ein bisschen verschiedene neue Musikstile dazugelernt und ja, ein grosses Repertoire erarbeitet, ja. Sogar Privalo, hast du mitgemacht? Ja, ja, doch, das war auch wirklich mega cool. Wir haben einfach den aufgeführt und dann sind wir Tagessieger geworden. Ja, ich kann es fast nicht glauben. Unglaublich! Ja, wirklich einfach, weißt, akustisch den Song gespielt, oder? Die Kollegin noch Backing Vocals gemacht, Denio, oder? Und das ist einfach, ja, mega
ein schönes Gefühl, weißt du, und so kannst du auftreten, oder? Und ja, und dann nachher, wenn sogar ja, so eine Ehre irgendwie, dass man Tagessieger wird, ist schon. Ja. Aber du bist auch im Ausland immer wieder mal auf Bühnen, wo du auftrittst. Dort ist die Stimmung etwas anders als hier in der Schweiz, oder? Ja, dort bin ich auch mit meiner Band unterwegs. Spotlight haben wir uns jetzt genannt. wir machen eigentlich viele Coversongs, aber auch eigene Sachen. Und ja, einfach mal schauen, wie es kommt. Toblerone, Fondue, Banca, Uran. Das ist unsere Schweiz. Droga, Selbstmord, Schulden, Hura. Das ist unsere Schweiz. Ausschaffung, SVP, schwarze Schöfli. Das ist unsere Schweiz. Reichtum, Wohlstand, Großstadt, Dörfli. Das ist unsere Schweiz. In der Schweiz. Geboren und leben in der Schweiz, über den Lohn nicht reden in der Schweiz, schaffen von 8 bis 5 in der Schweiz, muss denn da ist alles teuer, pünktlich und pingelig sein in der Schweiz, Bünzlis und Verstifte, Leute in der Schweiz drauf schießen und Sozialamt ausnehmen in der Schweiz, dem Erwartungsdruck nicht standhalten und aufgehen in der Schweiz, die schönste Landschaften der Welt in der Schweiz, dreht sich alles ums Geld in der Schweiz, jodeln und trachten in den Bergen in der Schweiz. Beats machen und rappen, Leute, die nicht an andere denken in der Schweiz, Sozialfälle, die am iPhone hängen in der Schweiz, Krankenkassen, Banken und Uhren in der Schweiz, du kannst schlecht oder gut haben in der Schweiz. Ein sehr, sehr kultiger Clip, würde ich mal an dieser Stelle sagen. Es ist ja auch sehr auffallend, wenn man sieht, dein Gesicht hat sich in dem Ganzen ein bisschen verändert. Wie kommt man auf eine Idee, wenn man einen Track macht und einen Clip dazu über die Schweiz, sein Gesicht anzumalen? So. Ja, das hat eigentlich keine besondere Bewandtnis. Das geht nur um Visualisierung von helvetischen, poetischen Grundgedanken, die wir einfach durch das auch im Fresse gemalt und transportiert haben wollen. Würdest du dich auch sehr patriotisch bezeichnen? Nein, nicht speziell, auf jeden Fall. Ich schätze mein Land, ich finde es schön, dass wir da, das Wetter ist ein bisschen scheiße, aber so ist eigentlich, geht es ja gut so, aber auf keinen Fall, Mann. Ich finde, man kann mehr stolz sein, auf, wenn man ein gutes Verhältnis aufbaut zu seiner Familie, zu Kollegen. So, das ist mehr Zeug, wo man stolz sein kann. Herkunft an sich, das ist nicht so mein Film. Aber nach dem Clip erwarte ich eigentlich nächstes Mal schon ein Schweizer Käppli, oder? Für das habe ich einen Kollegen namens Seppli MC, der den Part übernimmt. So, der wird da auch wieder zurückkehren, was ich euch versprechen kann. Hier kommt der Seppli, treibt den Ötzi aus dem Land. Mit dem Gehstock in der Hand sagt er Grüezi miteinander. Grüezi, Grüezi und Hallo Peter und Hallo Heidi. Tut mir leid, Peter ist Deutscher jetzt und Heidi schafft bei Aldi. Alles endet nur der Aurelius. Natürlich nicht. Jetzt muss man mal sagen, wieso alles endet? Ja. Weil das so ist. Wir sind alles temporäre Gäste auf der Welt. Irgendwann sterben wir alle. Alles geht vorbei. Und plus, wenn ich rappe, das ist natürlich für mich persönlich so der Battle-Aspekt auch, dann können die anderen Rapper heim und Nase grübeln gehen. Und parallel dazu natürlich, wie ich gesagt habe, aufs Leben bezogen. Alles endet, alles geht vorbei. Das Album ist mein Leben. Auch mein Leben wird irgendwann enden. Passt. Hoffentlich lang natürlich nicht an dieser Stelle. Wie lange hast du für das Album? Ich meine, mit der Burnie, verschiedene Artisten sind da drauf, oder? Bis es wirklich jetzt fix fertig ist? Ein bisschen mehr als ein Jahr. Muss aber dazu sagen, dass wir am Anfang ein bisschen umgeplempert haben. Von dem Zeitpunkt weg, wo wir gesagt haben, jetzt machen wir es, jetzt nehmen wir es richtig in Angriff. Irgendwo im August, September Dina. Haben wir nachher eigentlich recht zügig vorwärts geschafft. Es geht nämlich recht schnell, weil wir sind ja auch sehr fokussiert, wie er vorher gesagt hat. Also da gibt es keine Eskapade im Studio, sondern wir schaffen dann wirklich fokussiert an dem Teil. Mhm.
Jetzt musst du mal sagen, wieso sollen deine Fans am 10. Mai in den Handel gehen, das Album kaufen oder natürlich auch legal abladen an dieser Stelle? Wieso? Warum? Ja, weil es ein sehr gutes Produkt ist. Das tut jetzt natürlich behindert, wenn das der Rapper selber sagt, aber wenn er meine alten Sachen hört, das ist eigentlich der Sound, den wir immer gemacht haben, auf dem Level, wo wir heute sind. Das ist ein sehr vielfältiges Album, gut ausproduziert, wo Schweizer Hip-Hop Komponenten gibt, wo es eigentlich sonst nicht so draussen gibt. Also die anderen rappen anders. Ich sage nicht, dass es schlechter ist, es ist einfach anders. Und wir machen unseren Sound, das ist einfach Hip-Hop, Schweizer Hip-Hop, wie ich ihn gerne hören würde. Wenn du cool bist, dann los ist es auch. Ja. Aber ich würde sagen, ich würde es vor dem 10. Mai kaufen, weil bis dann läuft auf iTunes die Aktion, wo man es für 10 Stutz kriegt. Oha. Okay, das heisst, auf iTunes auf jeden Fall gehen. Oder natürlich nachher noch in der Sendung da beim Gewinnspiel mitmachen. Das sind dann sozusagen die ganz Schlauen, oder? Die so eins gewinnen können, handsigniert an dieser Stelle. Und sonst eben am 10. Mai in den Handel gehen. Was läuft bei dir in nächster Zeit noch? Was steht auf dem Programm? Ja, jetzt haben wir noch einige Termine, wo wir ein bisschen erzählen können über das Teil. Nachher gehe ich zuerst einmal in den Süden, schaukeln meine Oberschenkel. Jetzt wollte ich etwas anderes sagen, nein. Und im August fangen wir an mit den Gigs. Am 24. August Visa Jam Open Air. Und werden noch weitere Dates dazukommen. Ich kann jetzt leider noch nicht viel dazu sagen. Musikalisch haben wir auch zwei, drei Sachen in Planung. Werde ich aber auch erst später mehr erzählen. Dann wünschen wir weiterhin viel Erfolg mit dem Album natürlich, mit dem Schaukeln und bei den weiteren Gigs, die wir schon haben. Aurelius, merci vielmals, danke Blaubeer und weiterhin alles Gute. Dankeschön. Ja, danke euch. Danke Pat, danke Star TV. Alles endet in this bitch. Ich habe einen Vater gehabt, doch er ist weggegangen. Er hat sich nie können melden. Er ist streng gehabt. Er hat müssen Golf spielen und sein Leben geniessen. Da kann man wohl verstehen, dass er für seine Kind keine Zeit hat. Ich habe einen Vater gehabt, doch er ist weggegangen. Er hat sich nie können melden. Er ist streng gehabt. Ja, das sind unsere Local Heroes vom Monat April. Jetzt sind ihr gefragt, welcher Artist hat euch in der vergangenen Lautstark-Sendung im April am meisten überzeugt? Welcher Artist hat den Monatspreis, unseren Lautstark-Award April verdient? Ihr könnt mitmachen und euren Artist vom Monat wählen, indem ihr auf Facebook geht, nämlich startv.ch/facebook und dort voten. Ihr könnt ebenfalls auch mitmachen via Mail an lautstark@startv.ch mit eurer Adresse und schreiben, welcher Artist soll den Preis gewinnen an dieser Stelle. Die Person, respektive der Artist, der am meisten Votes hat, gewinnt unseren Preis. Wir werden das ebenfalls hier in der Sendung verlosen. Und bei allen, die mitgemacht haben, gehen wir ebenfalls noch einen heissen Preis in die Runde werfen an dieser Stelle. Es lohnt sich also zum Mitmachen. Nächste Woche gibt es wieder Lautstark mit einem sehr, sehr geilen Local Hero. Wer es ist, seht ihr jetzt. Wir sehen uns nächste Woche wieder am 4. am Weekend auf Star TV. Bis dann, schöne Zeit, lasst es krachen und das Lautstark. Tschüss! Stell Blumen und Kaffee auf den Nachttisch. Lass Sonne ins Zimmer, bis du wach bist. Zeig auf deinen Rucksack, ich mitgebe, wo packt ist. Und draussen unseren Tag, wo parat liegt. Komm, Ruhe, ich zeig dir mein Planet. Und alles, was hier oben schwebt. Alles, was lebt und lässt und sieht. Und alles, was hier etwas suchen hat. Lass dich gehen, ich nehme dich mit. In ein Land, was auf keiner Karte gibt, ich lade dich in meine Galaxie. In meine Galaxie. Swiss Hip Hop Society sucht den freshest Newcomer MC 2013. Beweis deine Skills auf einer grossen Bühne neben etablierten Acts und überzeug unsere Fachjury. Am Sieger winkt eine professionelle Videoproduktion mit garantierter Rotation auf MTV und Star-TV. Melde dich jetzt an unter swisshiphopchamp.ch und geh gross! Swiss Hip Hop Champ wird präsentiert von Conrad Electronic.